Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie am Morgen im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte den Inhalt nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Jetzt lese ich hier im Chat, dass kein Ton da ist. Doch, der ist da. Der ist da, habe ich mir gedacht. Dann ist alles gut. Dann schreibe ich dem Teilnehmer jetzt gleich direkt. Aber in der Zwischenzeit kann ich schon mal den Bildschirm übertragen, Thorsten, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wie Bildschirm übertragen? Du darfst die Webcam anmachen. Das wollt ihr nicht wirklich. So sollte das gehen, oder? Okay. Also, ja. Ein paar Minuten werden wir die Webcam anmachen. Ich werde sie wahrscheinlich zwischendurch ausmachen. Weil, wenn ich dabei bin, mir die Nase zu pudern oder so, ne? Damit es nichts aufzuregen gibt über mein Hemd, ob das jetzt nur blau, ob das nur gebügelt, ob das nur kariert ist, ob da aus den 70ern oder aus den 80ern oder vielleicht sogar aus dem Jahr 2022 ist, haben wir uns heute für einen Pullover entschieden. Meine Krawatte habe ich heute Morgen Nelson geliehen, damit er schön im Büro rumlaufen kann, ne? Damit er, Ja, sehr gut. Steht mir. Danke dir. ja, damit er auch mal gut aussieht. So, jetzt hat Nelson meine Krawatte und ich habe jetzt keine mehr. Wir werden uns trotzdem heute Morgen hier ein paar Sachen anschauen, die wir gestern und vorgestern schon mal auseinandergepflückt haben. Damit starten wir mal mit unserem Tagesplan von gestern, den wir uns hier anschauen sollten und die Resultate dazu. Unser Plan gestern Morgen hat zwei Sachen vorgesehen zu diesem Zeitpunkt hier, als wir das Webinar gestartet haben. Hier war, da war Webinarstart und zu diesem Zeitpunkt haben wir immer zwei Möglichkeiten, die wir in der Regel ausloten. Ja, entweder geht der S hier runter und dann hier hoch an die 21,93 bis 98, oder er geht erst hoch über die 83 hinaus, idealerweise bis an die 21,93, 21,98. Diese Marken hier oben sollten wir zum Shorten verwenden und die hier unten sollten wir zum Longen, zum Kaufen verwenden. Direkt zum Ende des Webinars, hier kurz nach 8:30, haben wir dann diesen Fehlausbruch hier oben gehabt über die 83, Umkehrformation, Fehlausbruch, Umkehrformation. Ich gucke, ob ich das größer kriege. Der eine sitzt hier und sagt, ich höre nichts. Lutz wird dann wieder sagen, ich sehe nichts. Ne? Asterix und Obelix, ich sehe ja nichts. Das macht ja nichts. Hier eine Kerze, die hier oben ganz kurz rausguckt, Umkehr. Bärisches Harami und dann war der Start. Ziele nach unten hatten wir definiert mit der 60, mit der 50 und mit der 45.
Abgearbeitet wurden diese Ziele an der 60, an der 50 und wie wir sehen, an der 45. Erst ist die 60 gebrochen, dann ist er durchgesackt bis an die 50, zurückgelaufen, die 60 bestätigt, hat gesehen, ach Scheiße, hier unten liegen ja noch ein paar Take Profits von den Jungs aus dem Paternoster Club. Jungs, oh, die wollen wir mal nicht vergessen, die holen wir mal noch ganz schnell ab. Dann hat er die hier unten abgeholt und hat dann die Kehrtwende angetreten, hat dann die 60 nach oben wieder gebrochen, so dass der Weg nach oben frei wurde. Dann kamen so also ein paar böse Jungs ins Spiel und sagen, okay, jetzt habe ich ja gelesen, dass die bei 45 Long gehen. Wenn die hier unten bei 45 Long gehen, dann haben die ihre Stops wahrscheinlich irgendwo bei der 44 liegen. Und wenn die ihre Stops bei der 44 liegen haben, dann holen wir uns die mal. Und damit haben wir hier ein Tief bei 42. Da. Nächster Anlauf, wieder nach oben und dann die nächste Rutsche, wieder gesagt, okay, die hier nämlich ausgestoppt wurden, die haben dann über diese Umkehrkerze hier oben ihre Long-Positionen gepackt, zu 1,2047 ungefähr. Und da wir hier das Tief bei 41,5 hatten, würden wir hier die Stops mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der 40 liegen. So, die Jungs hier long gegangen, darunter ihre Stops platziert und dann kommen wieder die bösen Jungs und sagen, okay, wenn ihr eure Stops bei der 40 platziert, dann holen wir die mal noch, ne? Und schon waren auch diese Stops geholt. Erstes nachlaufendes Tief, zweites nachlaufendes Tief. Und zack, ging es los. Einmal ganz kurz die 60 angelaufen, bisschen rumgedümpelt, die 60 gebrochen. Einmal kurz nach oben geguckt, die 60 unten bestätigt und dann auf geht's nach oben. Kurze Frage an unsere Paternoster, Schüler-Lehrer-Tool, Schüler eingeschaltet. Ich weiß jetzt, wer jetzt antwortet und schreibt hier rein, nee, geht nicht. Okay, dann können wir dann gleich anfangen zu zeichnen und ich hoffe, das geht dann auch. Ziele waren dann angesteuert hier oben 93,98. Da steht es noch drin, Shorts an den Zielbereichen, Nachzielbereichen bei der 93 und bei der 98 und Longs bei der 50 bis 45. Die erste Short-Position haben wir hier durchlaufen lassen. Ich habe sie dann hier an der 60 selber bei mir geschlossen und habe damit locker mein Tagesziel eingefahren. Gestern Mittag dann erstes nachlaufendes Tief, zweites nachlaufendes Tief. Hoch, zack, 60 kaputt gemacht, kurz unter der 83 nochmal gebremst. Oh Scheiße, da habe ich doch was vergessen. Nochmal ganz kurz die Jungs an der 60 abgeholt, die hier long gehen wollten, um dann direkt die 93 anzulaufen. Und den Jungs, die an der 98 was tun wollten, dann sogar diese Umkehr hier, diesen Spike da oben drüber, sogar 14, nee, stimmt nicht, 9 Punkte oben drüber, 9 Punkte hier über dieses Hoch, zack, Umkehrformation, dann habe ich nochmal versucht zu shorten, hier in diesem Bereich bei der 95 habe ich meine Short-Position eröffnet, die ist dann hier runtergelaufen bis zur 75, 20 Punkte, und ist dann Break-Even geflogen. Ich weiß nicht, wer das gestern geschrieben hat auf Slack und meinte, die Position ist ja Break-Even raus. Und dann hatte ich gesagt, nein, meine ist noch drin, hatte aber meinen Chart nicht im Blick. Aber mein BE-Schutz geht automatisch nach 10 Punkten. Wenn ich 10 Punkte im Risiko bin, dann greift mein BE-Schutz automatisch nach 10 Punkten. Und als ich das letzte Mal geguckt hatte, vorher waren wir hier. Ich hatte diesen Spike hier runter noch nicht registriert. Und ja, meine Position ist ebenfalls Break-Even geflogen, wie alle anderen auch. Das Thomas ohne Lautsprecher war das, genau.
Genau, hier oben. Ich bin hier oben. Diese Formation, der Fehlausbruch über die 98 und die sofortige Rückkehr unter die 98, unter unseren Zielbereich. Hier der und die nächste Kerze rot eröffnet, konnte man schön mit Stops da oben drüber, konnte man arbeiten. Okay, er wollte nicht runter. Ich hatte fest gehofft, dass er die 60 hier unten nochmal anläuft, spätestens hier nachher, als er die 83 wieder kaputt gemacht hat. Hat er aber nicht getan. Stattdessen hatten wir als maximale Marke gestern die 1,2120 an einer 1,2120. Sind wir jetzt auch und dort dümpeln wir jetzt etwas rum und wahrscheinlich wird auch nicht so viel mehr passieren. Wir haben morgen NFP. Ich habe hier mal was vorbereitet. Jetzt müsstet ihr mir gleich mal sagen, weil ich sehe nicht, ob ich kann hier mein Tool zwar bedienen. Ich kann es an- und ausschalten, aber ich weiß nicht, ob ich Verbindung zum Server habe. Das müsstet ihr mir jetzt gleich mal sagen, wenn ich euch hier einen Strich durch die Rechnung mache, ob ihr diesen Strich auch seht. Müsste ich mal ein kurzes Feedback kriegen. Sven und Svenja haben einen Strich. Und der Alex auch und sogar unser Karl. Moin Karl. Karl O. Nicht Alex K, sondern Karl O. Guten Morgen. Der Leon P. Mein schlechtes Gewissen. Scheiße. Leon, dich habe ich vergessen. Wie kann ich das wieder gut machen? Indem du uns eine Mail schickst und mir einen neuen Termin gibst. Bitte. Okay. Also, Schüler-Lehrer-Tool funktioniert. Wer den Schüler drin hat und auch die aktuellsten Versionen sich runtergeladen hat über unseren Slack-Kanal, im Slack-Kanal sind die oben angepinnt, dann bitte die neueste Version runterladen, dann funktioniert es auch. Jedenfalls bei 80 oder 90%. Fest steht, da es bei den meisten funktioniert, kann es nicht an unserem System liegen. Ich habe es gestern auf vier Rechnern selber installiert und die Installation ging gut und hat und funktioniert seitdem einwandfrei. Wenn bei dir alles grün ist, hier unten Verbindung und Aufzeichnung grün ist, dann musst du es anschalten. Mit der Maus drauf und dann hier anschalten. Okay. Linie nehme ich wieder raus, die hat hier nichts zu sagen. So, wir haben angekündigt, dass wir. Was ist los, Klaus? Klaus M. Ungeduldig. Also. Wir erarbeiten uns unsere Zielbereiche hier morgens und ich zeichne die ein, wer Paternoster ist, beziehungsweise eine Euro Pro oder eine Euro Pro 3 Lizenz hat, bekommt diese hier automatisch im Chart angezeigt. Morgens Punkt 7 Uhr werden diese eingeblendet. Daraus ergeben sich Bereiche, in denen wir handeln, in denen wir nicht handeln. Und an dem Beispiel gestern konnte man das sehr gut erkennen. Ich mache jetzt einen Plan für heute, wie ich das gerne hätte. Da bei dem Lutz das Tool sowieso nicht funktioniert, kann er ja seinen Plan mitzeichnen, bitte, und dann, wenn er den nachher nach Frankfurt faxen kann, damit die Jungs wieder wissen, was sie zu tun haben. Mein Idealszenario heute früh wäre,
ähnlich dem von gestern. Einmal da hoch, einmal ganz kurz über die 21,25 Luken, um dann nach unten zu gehen bis zur 1,2090. Ich würde hier sogar fast die 1,2093 ins Gefecht führen. So. Hier zu beobachten oder zu berücksichtigen, dass eventuell diese Spitze entstehen kann und dass er erst dann nach unten geht. So, diese Spitze könnte rein theoretisch hier entstehen, um dann nach unten abzudrehen. Das heißt, wer morgens am Rechner sitzt und hier arbeiten will, der sollte hier oben mit Short Limits arbeiten. 1,2133, 1,2138. Lutz, möchtest du eine Runde auf den Arm? Dann muss ich aber die Kamera ausmachen. So. Ich erarbeite mir genauso morgens meinen Plan. Shorts 1,2133 bis 1,2138. So. Und dazu dann die Ziele. Unten, wenn ich da unten reinschreibe, jetzt Long-Position bei 1,2095 bis 1,2090, dann heißt das nicht nur, dass wir jetzt warten müssen, bis da runterläuft, bis er hier runterläuft, um Long zu gehen, sondern das heißt auch, dass ich, wenn ich hier oben meine Shorts-Positionen platziere, dass ich die logischerweise unten schließe. Wenn ich Short-Positionen schließe, sind es ja auch Long-Positionen. Und die würde dann nämlich so aussehen. So. So wäre das ein Plan für euch. Ja, Backduck, das ist genau richtig, mein Lieber. Backduck, duck dich ja ganz tief. Ich weiß, es fällt schwer bei 1,93 sich wegzuducken. Aber duck dich ruhig ganz tief, dann sind wir wie es beide gleich groß. So genannt auf Augenhöhe, mein Lieber. Diesen Verlauf würde ich mir jetzt sogar hier ganz gerne anschauen und mir das ganze Spiel im 1 Minuten anschauen. Gucke mal. Hier haben wir noch einen Kanal von gestern drin, oder von wann ist der? Der ist, glaube ich, schon etwas älter, ne? Zack. Kanal und so raus. So, und jetzt gehen wir hier in den 1 Minuten und
Ich schalte mal alles aus hier. Ich will aus dem nackten Chart handeln hier. Gut. Das scheint jetzt hier nicht so zu greifen. Dann nehmen wir den hier. So, oben angestoßen. 1 Minute angestoßen und auf geht's. Wenn ich diese Position, wir haben genau hier oben die erste Marke angelaufen. Zack. Die erste Marke angelaufen und wir können hier jetzt mit sehr kleinem Risiko handeln. In diesem Bereich hier gibt es keine Euro pro Setups. So. Und der Stop geht direkt da oben drüber, bei der 25 bis an die 27. 4 Punkte Stop und ich will mein Tagesziel erreichen. Und mein Tagesziel habe ich schon dort. Ich werde meinen ganzen Stil etwas umstellen und wirklich darauf aussteuern und oder darauf ausrichten, dass wir so früh wie möglich unser Tagesziel von 12 bis 14 Punkten erreichen. Mein Ansinnen ist es, an diesen Bereichen hier morgens zu shorten und dann eventuell nach Euro pro aufzustocken. Nach Euro pro aufstocken kann ich aber erst, wenn wir eine Trenddefinition nach unten haben, wenn wir eine Short-Definition haben. Für die Definition und für das Regelwerk Euro pro merkt euch bitte vor den Montagabend. Montagabend werden wir ein Webinar dazu machen, um uns das Regelwerk und die Kombination mal etwas genauer anzuschauen. Denn das wird ein Treffen im Paternoster Trader Club. Paternoster Treffen. Im Paternoster Club werden wir das Regelwerk komplett durchgehen, gerade für die Jungs vom Börsenlift. Ja, wahrscheinlich 19 Uhr. Ne? Ich habe noch keinen Termin festgelegt, aber wahrscheinlich 19 Uhr. Den Termin werde ich noch festlegen und den findet ihr auf eurer Seite Paternoster Trader Club. Anstehende Termine. Wer ihr nicht weiß, was Börsenlift ist ein Angebot, was wir anlässlich der WOT gemacht haben, wo man uns 3 Monate testen kann. Das heißt, mit dem Börsenlift versuchen, auf den Gipfel zu stürmen, nicht die Millionen einzukreisen. Dafür sind wir nicht angetreten. Gerade für die, die hier nervös sind und jetzt lauern, damit sie sich hier die Taschen vollstopfen, sondern wir sind angetreten, um hier Konstanz reinzubringen und mit 2, 3 Regelwerken unsere 12 bis 15 Punkte pro Tag reinzukriegen. Das ist unser Ansinnen. Das ist das, was wir möchten, was wir wollen. Okay, diese Position lassen wir laufen. Wenn wir 10 Punkte vorne sind, geht der Schutz, geht der Stop BE und ich werde mein Take Profit auf die 1,2103 legen. Damit ist das Ding fertig automatisiert und wir brauchen uns hier keine großen Gedanken mehr drum machen. Tagesplan ist klar. Ihr habt ihn bei euch auf dem Schirm und wer ihn nicht auf dem Schirm hat, müsste sich bitte einen Screenshot machen. Bitte jetzt. Nein.
Und Piep sagen, wenn ihr fertig seid. Fertig, Piep. Svenja, Piep schreibt man anders. Ich mag das so, wa? Ich mag das eben so, ne? Ich schreibe eben nicht Piep. Genau, ne? Genau so. Matze sage ich noch zur Frau, wa? Okay. Ihr seid also fertig. So, diese Nummer, das ist unser Tagesplan. Das heißt, wenn wir diese Nummer durchziehen sollten, für mich ist ganz wichtig, dass wir das Tagesziel erreichen. Wenn wir das Tagesziel erreicht haben, kann man die Segel streichen und sagen, okay, der Tag ist durch. Machen leider Gottes die wenigsten, ich weiß. Wenn man sein Tagesziel erwartet, dann packt man die Kohle schön beiseite und dann kann man ja gucken, ob man noch ein bisschen was tun kann, vor allen Dingen, um zu üben. Andererseits, wenn wir hier oben jetzt von der 21, von der 22 kommen und wir kommen hier runter bis an die 03, dann sind wir 18 Punkte, 19 Punkte vorne, dann kann man auch seinen Stop auf sein Tagesziel legen. Je kleiner das Tagesziel, desto sicherer ist logischerweise der Stop platziert. Wenn man das dann getan hat, nehmen wir mal an, Stop von 10 Punkten bei 22 rein, wir landen bei der 03, dann kann der Stop auf die 12. So, dann hat man sein Tagesziel abgesichert und dann kann man schauen, ob man den nicht noch weiterführt bis zur 95 oder bis zur 90 und hier nachher die Nummer rausnimmt und eventuell sogar auf Long dreht mit einer kleinen Position und diese ganze Geschichte hier nach oben in die entgegengesetzte Richtung mitnimmt. Kann man, muss man aber nicht. Okay. Stil, Regelwerk verstanden? Okay, wenn der René das sogar verstanden hat, das will was heißen, wa? In der Berliner Brandenburger Ecke, wa? Okay, wenn wir dann nach Euro Pro handeln wollen, haben wir sowieso erst die Möglichkeit unter der 1,2103. Und genau, das machen wir am Montag. Am Montag erklären wir dieses Tool und mit allem drum und dran, wie was angewendet wird. Okay. Dann kümmern wir uns hier mal um diesen Kumpel hier. Dieser Kumpel hat es nun gestern endlich geschafft. Ich schiebe das mal ganz weit zusammen. Wenn ich mir diese Muster angucke, dann ist es für jeden Händler eigentlich eine Katastrophe. Das sind unsere Emmas, die wir hier drin haben. Ich weiß, es kommt immer wieder die Frage, welche Emmas sind das? Welche Linien sind das? Das sind bunte Linien. Schüler, Lehrer auch. Danke. Habe ich hier nicht drin. Habe ich vergessen. Oh, gut. Da ist es. Diese Linien hier kann man sich anschauen. Wie wir die nehmen, welche wir nehmen, welche Farben wir dann nehmen, warum wir die nehmen, ist bei uns in Anneliese erläutert. Wir haben gestern verschiedene Marken festgelegt und verschiedene Linien eingezeichnet. So,
Und diese Linien oder Marken haben wir nach unten bei der 13.269 und die nächste die 13.235. Welche Marke haben wir unten noch aufgerufen gestern? Wer weiß sie noch? Die habe ich nirgends geschrieben, also müsstet ihr sie jetzt aus dem Kopf kramen. Ich habe sie weder auf Slack noch irgendwo geschrieben, glaube ich. Aber wer hat sie noch im Kopf und wo kommt sie her? Ich habe sie erklärt gestern Nachmittag. Es kommt bestimmt gleich wieder, ich war gestern Nachmittag nicht da. Da war ich, als du das gesagt hast, war ich gerade auf dem Klo. Ich war gerade beim Zahnarzt. Der Postbote hat gerade geklingelt. Mein Hund musste raus. Einfach mal zugeben, ich habe nicht zugehört, Mann. Dreizehn 192 kommt alles viel später. 12.200, ja, die haben wir schon lange auf dem Deckel. 12.4, 12.200, die haben wir schon lange auf dem Deckel. 13.108, ja, nachher als Ziel. Welche Marke ist noch viel wichtiger gewesen? Du bist noch nicht in unserem Club. Siehst du? Selbst schuld. Wo hast du denn das Schüler-Lehrer-Tool her? Ich dachte, du bist im Börsenlift. Jetzt kommen wir doch langsam. Der Uwe kommt und der Rupert hat aufgepasst. Stilian sowieso. Warte, schreibt man mit SCH, meine Liebe. Hier unten kommt eine ganz wichtige Marke. Und es ist gestern Nachmittag waren wir, glaube ich, 76 oder 78 Leute. Und 78 Leute. Und gemerkt haben es sich zwei. Ich sage immer wieder, tut euch einen Gefallen. Nehmt euch solche Zettel hier. Da. Die gibt es im 500er Pack für, was weiß ich, 1,98. Wo ist das Problem, sich so einen Stapel Zettel auf den Schreibtisch zu legen und einen Stift daneben und sich einfach die wichtigen Marken einfach nebenbei mal aufzuschreiben oder einzuzeichnen? Ja, die 13.235 und die 13.269, die er ja dann gestern Nachmittag auch hier angelaufen hat und auch hier schon ein paar Mal getestet hat, ist erstmal wichtig. Unter der 13.269 oder 13.270 wird er schnell wegsacken bis zur 13.235 und wird eventuell sogar ganz kurz erstmal unter die 13.226 schauen. Da. Dahin. Los. 13.226, das letzte Tief aus dem H1. Das ist die letzte Bastion der Bullen, die wir haben. Und dazu nehmen wir uns den hier. Und wir sehen, wie das Ding langsam angesteuert wird. Und mehr. Da haben wir dieses Tief. Und da gehört eine dicke, fette Linie hin. 13.226. Wenn diese kaputt geht, dann haben die Bullen ihren Trend kaputt gemacht, der hier noch einen richtig scharfen Move gemacht hat. Und genau daraus resultiert auch im Moment dieses Geeier an der 67. Wenn die 67 bricht, werden wir sehr schnell an die 26 gehen hier unten, die 26 antesten und eventuell sogar durch die 26 durchgucken. Wenn die im ersten Anlauf aufgegeben wird,
Wenn im ersten Anlauf aufgegeben wird, dann wird es entweder sofort nach unten durchsacken und wir können es handeln, indem wir sagen, okay, hier durch. Ich werde das auch gleich noch ein bisschen verfeinern. So. Und hier hätten wir dann die Möglichkeit, bis hierher zu laufen, bis an die 13.180 oder an das nächste Tief 13.120. Je nachdem, wir haben morgen NFP, demnach könnten wir eventuell hier runter bis an die 13.120, vielleicht auch heute schon, dann zurück. Die 13.226, 13.230 hier bestätigen, um dann nach unten wegzubrechen. Übergeordnet bin ich immer noch auf dem Trip, dass wir erst ein neues Allzeithoch, ein neues ATH sehen, wenn wir diese ganze Kiste hier auskorrigiert haben, diesen Move hier nach oben, wenn wir den auskorrigiert haben, dann haben wir eine Chance auf neue ATHs. Sollten wir jetzt direkt uns hier, so wie er es jetzt die ganze Zeit macht, langsam nach oben schieben und oben an die 13.6 oder an die 13.826 kommen und uns dahin schleichen wollen, dann wird dieses Allzeithoch nicht lange Bestand haben. Dieses Geschiebe da oben drüber wird einem neuen Hoch, einem neuen Allzeithoch oder so, keinen Bestand geben, sondern Bestand haben wir erst dann, wenn wir mit Musik, mit Schwung da oben durchgehen. Und wenn wir dieses Allzeithoch dann geknackt haben und dann wieder zurückkommen, dann können wir bullish sein Richtung 14.500. Dieses Geier, dass wir jetzt hier auf einmal durchstarten von hier und da oben durchgehen, erscheint von der Logik her, von der Börsenlogik her nicht richtig. Weil wir brauchen, damit die Käufer viel kaufen können, brauchen wir erstmal viele Verkäufer. Es muss erstmal viel verkauft werden oder viel Verkauf angeboten werden, damit überhaupt gekauft werden kann. Wenn wir keine Verkäufer haben, kann auch nicht massiv gekauft werden. Also brauchen wir die. Und wenn dann die massive Kauflaune, wie im Winterschlussverkauf oder so, ne? Svenja, du kennst das, ne? Viele Frauen kennen ja diesen noch Winterschlussverkauf, wenn sie sich dann an den, ja, Männer natürlich auch, selbstverständlich, Entschuldigung, ich wollte hier keinem zu nahe treten, nicht, dass ich wieder Haue kriege. Ich kaufe ja auch da meine Krawatten und meine Hemden, ne, Lutze und Carsten? Ich kaufe dort auch meine Hemden und meine Krawatten, die kaufe ich dort auch und dann leihe ich sie Nelson, damit er sich die dann morgens umbinden kann, damit er im Büro schön ist. Ne? Bin dir sehr dankbar dafür. Ja, das ist sehr gut. Das heißt, wir brauchen hier Käufer, damit hier überhaupt was passieren kann. Und diese Käufer müssen geschaffen werden. So, und die können entweder hier unten an der 12.9 geschaffen werden oder hier unten an der 12.637 oder noch wahrscheinlicher hier unten an der 12.400. Der ganz normale klassische Verlauf wäre, dass hier oben Optimismus geschaffen wird, der wurde jetzt schon geschaffen hier. Eventuell müssen wir sogar damit rechnen, dass er nochmal einen Spike da oben drüber macht. Da. Über die 13,
1446, die mache ich jetzt mal rot, um hier oben noch mal ein paar Bullen reinzulocken. Auch das wäre ein typisches Szenario morgen für die NFP. Einmal hier oben rauslucken, hier oben noch ein paar Käufer reinlocken, ein paar Shorties rauskegeln, dann das Ding massiv fallen zu lassen. Ich mache das jetzt mal in Rot. Ja, so arbeite ich. Nur so. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche keine 150.000 Indikatoren und zappelnden Volumenbalken und irgendwelche wichtigen Bezeichnungen hier. Nein, ich brauche meinen Kopf und ich brauche einen Buntstift. Ne? So, einmal da hoch und dann massiv darunter, ziemlich zügig und dann eventuell wieder Luft zu holen. Alternative wäre in diesem Fall sogar noch eine Etage tiefer bis dahin. Und die nehmen wir jetzt mal noch dazu, dass er eventuell diesen Verlauf hier nehmen kann. Dass er jetzt direkt da oben durchgeht, halte ich nicht nur für unwahrscheinlich, sondern von der Logik, wenn keine Verkäufer da sind, dann kann auch kein Kauf stattfinden. Nur aus dieser Logik heraus ist es für mich, zack, für mich völlig klar, dass er jetzt noch nicht da oben durchmarschieren kann, sondern dass wir dafür etwas Dampf brauchen. So, jetzt schauen wir uns mal als Alternative den her. Viele sagen immer, ja, wie funktioniert denn dieses komische DAO Pro? Davon redet ihr immer und dann kommt hier eine Mail und Fragen da und Fragen da und Fragen da. DAO Pro funktioniert folgendermaßen, dass diese Bereiche automatisch nachmittags zur Börseneröffnung in New York angezeigt werden. Wir haben auch hier gestern mal mit ein paar Linien gearbeitet. Die nehme ich jetzt mal alle raus. So. Das heißt, wir hatten vorgestern den Plan, dass er hier anlaufen sollte. Er hat ganz knapp darunter gebremst. Wir brauchen eine Umkehrformation in diesem Bereich und dann soll er in dieses Ziel laufen. Diese Position vorgestern Nachmittag von der 30.058 haben wir die gehandelt. Ziel war 29.758,300 Punkte. Ich habe meine Position mit 290 Punkten geschlossen. Nachdem das Ziel nicht ganz angelaufen ist, habe ich dann bei der 68 hier in diesem Bereich bei 29.768 die Reißleine gezogen, obwohl er direkt in das Ziel gelaufen wäre. Gestern Nachmittag haben wir es sogar live mitgemacht. Wir haben hier unten unsere Position platziert. Wer war gestern Nachmittag dabei bei der Geschichte? Hier mal reinlucken. Der Thomas, der Stilian, der René. Christian, wo hast du denn deine geschlossen? Deine Position. Ich habe mich gestern ein bisschen kirre machen lassen. Ich selber lasse mich sonst bei diesem Regelwerk hier nicht verrückt machen. Sondern mein Lauf ist, wenn ich da reingehe, dann lasse ich das ganze Ding laufen und idealerweise sogar bis ins Zielbereich ziehe irgendwann mein Stop Break Even. Das ist jetzt nicht böse gemeint, auch kein Vorwurf, aber ich hatte gestern Nachmittag Webinar, hatte meine Position hier drinne, die war dann 110 oder 115 Punkte vorne, dann kam er wieder zurückgeschossen, dann haben wir 50 Punkte von dem Gewinn wieder abgegeben, dann
habe ich die Reißleine gezogen, habe meine Position mit 60 Punkten im Webinar live geschlossen. Mache ich sonst ungerne, sondern in der Regel ziehe ich meinen Stop hier irgendwann, wenn so ein Lauf da war, Break-Even. Wenn er dann nochmal zurückkommt und das Setup noch nicht kaputt macht, sondern mich nur Break-Even rausschmeißt, starte ich sogar neu. Zielbereich war hier oben. Ich konnte das jetzt um 1 Minute nicht ganz packen. Wir sind irgendwie hier unten im Bereich 6,20, 29,620, sowas sind wir eingestiegen und ich bin bei 29,682 oder 83 dann ausgestiegen, als diese Geschichte hier etwas nervös wurde. Und unserem Wiener, er ist ja kein Österreicher, er ist ja Wiener, ne? Haben wir das noch auseinandergepflückt und haben noch empfohlen, nicht mit einem Take Profit zu arbeiten, sondern mit einer Limit Pullback entgegengesetzt, um damit diese Position zu schließen. 29,620 und das Ziel war 29,77 ungefähr, also 150 Punkte war das Ziel, 60 konnten wir mitnehmen. Ist ja auch was. So eine kleine geschenkte Geschichte nimmt man ja gerne mal mit. Richtig? Vorgestern waren es 290 Punkte. Auch die 300 hätten hier gegriffen im Ziel. Die haben wir auch auf Slack noch bis dahin begleitet. Und gestern wären es hier 150 gewesen. Ansonsten schaue ich mir den DAO in der Form gar nicht an. Okay. Zurück zu den wichtigen Sachen. Hier haben wir einen Abwärtskanal, den er jetzt verlassen hat nach oben, zweimal mit kurzen Spikes. Diesen Spike hier heute Nacht und die andere Geschichte hier gestern Nachmittag. Wir haben gestern Nachmittag im Webinar noch gesagt, bei der 13.330 shorten wir. 13.330 haben wir mit einer Limit gearbeitet und haben die 13.330 geschortet mit Stops bei 13.355. Und dort liegen die Stops auch noch. Und diese Position werde ich auch halten, weil ich auf die 13.226 lauere. Die 100 Punkte würde ich mir nämlich lieben gerne heute noch einverleiben hier. Okay. Und damit sind wir auch durch für heute. Das war auch das letzte Webinar diese Woche. Heute Nachmittag ist keins. Sonntag ist Nikolaus. Denkt dran, ne? Habt ihr Zeit? Habt ihr Kurzarbeit? Homeoffice könnt ihr auch nebenbei beim Telefonjob, könnt ihr auch nebenbei eure Stiefelchen putzen, ne? Und die dann rausstellen und vielleicht ein paar Pips da reinholen. Schade, dass es dies Jahr auf den Sonntag fällt, der Nikolaus. Wir haben die letzten Jahre immer zum Nikolaus noch ein Webinar gemacht unter dem Motto, haben wir noch ein paar Pips im Sack. Das macht jetzt Sonntag wenig Sinn. Aber wir werden das dann nächste Woche nachholen. Dieses Webinar fällt leider dieses Jahr aus. Sorry. Wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir uns aber mit denen hier sind nächste Woche Donnerstagmorgen wieder. Nelson muss mir nur sagen, ob er nächste Woche eine gelbe oder eine grün-violette Krawatte haben möchte oder vielleicht sogar eine Fliege. Dann müsste ich mich da noch drum kümmern. Für alle Leute, die uns den ganzen Monat vielleicht begleiten wollen, vielleicht ein bisschen was lernen möchten, haben wir angeboten, dass man für 39 Euro, kann man uns eine Mail schicken, kriegt man einen Link dazu, für 39 Euro kann man bis Ende des Jahres unsere Webinare hier begleiten und wer bei uns im Club eventuell mal reingucken will, also mal die Tür aufmachen, sich ein Stühlchen nehmen, hinten in die Ecke gucken, hinten in die Ecke setzen und mal gucken, was die Paternoster hier so treiben, was sie so alles machen, kann man dieses ganze Paket für einmalig 249 Euro buchen. Bis 31.03. kann man dann mal Zaungast bei uns sein. Auch diese Angebote findet ihr bei FX Flat und bei uns auf der Webseite. Wir freuen uns selbstverständlich über Zulauf und auch danke. Ich habe gestern
mit dem René W. telefoniert und er ist seit 2 oder 3 Wochen bei uns. Nur mal so am Rande mit ihm kurz telefonieren und sage, und wie sieht's aus bei dir? Und dann sagt er, Hammer, so viel, wie ich in den letzten 2 Wochen bei euch in den Webinaren gelernt habe, habe ich die letzten Jahre nicht an der Börse gelernt. So, es treibt einem fast Pipi in die Augen, aber dafür sind wir angetreten. Das macht den Job hier aus. Das macht uns Spaß. Und wer fragt, kriegt auch eine Antwort. Und wer nicht dumm fragt, kriegt auch keine dumme Antwort, weil es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur Dumme, die nicht fragen oder überflüssige Fragen. Überflüssige Fragen sind zum Beispiel, soll ich jetzt short gehen oder soll ich jetzt long gehen? In diesem Sinne sage ich danke, dass ich da sein durfte. Danke an Nelson, dass er jeden Donnerstag für uns, für unsere Gunsten oder für uns aufsteht und seinen Astralkörper Richtung Laptop, Richtung Büro schleift, um uns hier morgens zu begleiten und uns das hier zu ermöglichen. Wie gesagt, wir machen das bei uns im Club 4, 5 Mal die Woche und wer möchte, kann für ganz kleines Geld uns ja auch dort begleiten. In diesem Sinne sage ich tschüss, tschüss, einen vollen Stiefel am Sonntag, ne? Ich weiß, bei dem einen oder anderen ist im Stiefel dann nur ein Hefeweizen, aber bei den anderen auch vielleicht ein paar Nüsse oder ein paar Weihnachtsmänner und ein bisschen Schokolade. Schokolade ist gut für die Nerven, aber ein Hefeweizen zwischendurch auch, ne? In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank, Thorsten, für das Webinar und für die Krawatte. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Noch einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf. Wie gesagt, morgen ist NFP und hoffentlich bis bald. Alles Gute. Tschüss.